So. Nein, da bitte. Okay. So, wir haben Holz. Hoffentlich genug Holz. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Aber wir brauchen auf jeden Fall einiges. Wir kriegen allerdings noch eine ganze Menge Holz daraus und 48 Stück, glaube ich. Ja, 48. So, dann können wir hier langsam ausbauen. Das heißt, wir ausbauen dabei, wir brauchen Ausbau. Ja, müssen wir nochmal eins runter hier überall. Und der nächste Tag ist gleich tot. Wir brauchen echt Eisen, Leute. Das geht ja mal gar nicht. Dann werden wir also definitiv auch bei Zeit unsere erste Minentour starten. Minentour sag ich schon. Also unsere. Na hier. Suchen und zerstören von Höhlen, wo wir haben keine Stöcker mehr. Are you kidding me? Aus da, alles Rinder, Dankeschön. So, haben wir mal hier, haben wir jetzt ein paar Stöcker, haben wir hier, machen wir nochmal. Ach ja, ich hab da genau, wir hatten vier Stöcker gemacht und haben zwei Hacken daraus produziert. Von daher ist das auch verständlich, dass natürlich denn die Stöcker wieder leer sind. Wir haben jetzt schon so viel Gestein. Und ich muss unbedingt mal gucken. Ich gehe mal ganz kurz ins Hauptmenü. Einstellungen. Shader, Bibi, da la la, deine Mutter, da la la, Partikel, la la, bla la la, Tastenänder, da wird die Einstellung, bla la la, Server, Client, Edit, Erstellung, Grafik, Spiel, Menüs, Kunstfilter, erweitert, la la la, maximal Wirkung, gerade sich weiter, Bildschirm, Server, Schwert, Kamera, Kamera, Knall, Schnitt, Nominiert, Bum, Bum. Kannst du dich inzwischen noch so eine Farbe, kannst du einen Modus, Vorgang, so weiter, Bild, maximal, was, Kunde, Waffen, Karten, in der Animation, Null, Nebel beginnen, okay, nein. Erweitert. Auch nicht. Erweitert. Auch nicht. Aktiv, aktiv, erst aktiv. Was ich gerade suche, ist hier oben dieses, dass immer diese Dinge angezeigt wird. Oben links, das ist glaube ich irgendwie so ein Debug-Modus. Der bei Debian standardmäßig aktiviert ist. Was schreibt denn hier? Debug-Info, genau das da. Bitte deaktivieren, danke. Da müssen wir jetzt nicht jedes Mal einstellen, sondern es ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Das ist mir doch sehr gelegen, weil es ist nämlich schon wieder aktiviert und ich habe schon wieder kein Passwort eingegeben. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn da? Ist mir raus. Ja. So. Perfekt. Gut. Jetzt haben wir nicht oben links immer diese Kacke da, die wir erstmal deaktivieren müssen. Hätte es nämlich beinahe raufgeschaut, wo wir sind. Zum Glück habe ich das noch nicht raufgeschaut. Ich weiß also gerade noch nicht, wo wir sind. Und jetzt haben wir es auch nie wieder rausbekommen. Außer ich aktiviert manuell. Ne? Die Möglichkeit obliegt mir ja nach wie vor. Glaube ich zumindest. Ja. Es ist halt nur standardmäßig deaktiviert. Warum das bei Debian standardmäßig aktiviert ist, weiß ich gar nicht. Das ist aber wirklich nur bei Debian so, wenn man sich das Mindtest unter. Ja, ich weiß gar nicht, wenn man sich das direkt vom Source Code kompiliert, also Standard Source Code kompiliert, beziehungsweise unter Windows ist das jeweils immer deaktiviert, aber bei Debian ist es halt aktiviert. Gut, vielleicht, weil sich die Leute dachten, ist halt Linux und jeder, der Linux benutzt, ist halt Programmierer oder zumindest ein, ja, technisch angehauchte Persönlichkeit und dementsprechend könnte er sich ja für sowas interessieren. Vielleicht deswegen, keine Ahnung. Vielleicht interpretiert er einfach zu viel rein. Vielleicht war es auch nur aus Versehen. Ich habe keine Ahnung. Siehst du, geht da? Ja, das geht. Man kann sich. Nee, kann man nicht. Ach, man kann nur. Doch, siehst du. Man kann sich hier selbst bebauen. Ist ja hässlich. Dachte, diesen Bug hätten sie mittlerweile behoben. Ich war mir auch sicher, dass es behoben wurde. Oder war das, musste man das irgendwie speziell aktivieren? Also ich sehe, muss sowieso mal gucken. No Clip is disabled, Fast Move disabled und Free Move disabled. Jetzt mal. Aha, jetzt geht's auch nicht mehr. Genau.
Doch. Ach, leck mich. Ja, keine Ahnung, warum das war. Funktioniert mal nicht. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt haben wir hier schon mal unseren Boden drin. Und jetzt können wir auch mal gucken. Lalala. Wir können unsere... Ja, genau, da habe ich den Ofen gebaut. Klar. Steine backen. Ich Honky Kong, Donkey Kong. Gut, wir packen mal drei rein. Dann holen wir währenddessen mal kurz hier die Bäume ab. Ist das eine Kuh? Ja, ist eine Kuh. So, haben wir. Oh, können wir gleich mal ein paar neue Bäume verpflanzen. Geben keine Spreu. Ach ja, stimmt, da haben wir gleich alle wieder eingepflanzt. Wow. Wurden auch keine gedroppt. Oh, hier ist noch ein bisschen Holz drin. Aha. Danke. Oh. Hier haben wir gleich wieder zwei bekommen. Auch nett. Du kannst. Nein, wir nehmen dich mal runter. Da nehmen wir dich rein. So, das war's. Können wir jetzt. Hier noch einen hinsetzen? Können wir hier. Da, wo können wir noch einen hinsetzen? Hier machen wir ein paar Bäume platzieren. Ja, hallo. Baum. Der fristet Gras auf, ich glaub's ja. Du Kleiner. Sieht doch schäbig aus, wenn er jetzt den Gras wegfrisst. Okay. Übrigens, ich am Überlegen bei Mein Clone. Da haben wir auch ein Let's Play. Ob ich das Let's Play vielleicht neu starte und da auch mein Server benutze. Also wir praktisch auch da nicht mehr lokal spielen, sondern halt über den Server spielen, wo auch die anderen drauf joinen können. Dann müsste ich praktisch meine aktuelle Welt aufgeben. Und vor allen Dingen würden wir dann in einer Welt anfangen, die tatsächlich schon bebaut ist. Heißt also, wir würden dann nicht neu anfangen, sondern halt einfach da direkt weitermachen, wo der Server halt jetzt gerade ist. Wir würden uns zwar dort ein neues Fleckchen suchen, das ja, aber halt die Welt ist halt schon benutzt. So, wie wird das jetzt mit dem Backen der Steine? Ich würde mich gerne mal jetzt hier anfangen, ein paar... Dankeschön, Dankeschön. Erstens müssen wir hier noch ein bisschen flicken und zweitens würde ich dann anfangen, endlich mal oben die Kanten zu setzen. Ach, wir haben keine... Ach. Ba, 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 ba. So. Und jetzt kommt es nämlich hart auf hart. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Fuck, ich habe was falsch gemacht. Was denn? Hm? Ich bin irritiert. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich will nach Hause. Hä, bin ich gerade behindert? Oder kann man das mit Maschenstein nicht machen? Hä? Ich bin irritiert. Ich bin zutiefst irritiert und schockiert. Wie ging denn das? Ja, das funktioniert, das ist ja schön. Nee, das brauchen wir gerade nicht. Das muss doch irgendwie gehen. Wow, der hat eine Präferenz, wie man die Dinge anordnen muss. Das ist ja hässlich. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. War das auch schon früher so oder ist jetzt ein neues ja, Bug oder was auch immer? Keine Ahnung. Ja, da muss man jetzt natürlich hier badadam. Schön oben ansetzen. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt, perfekt. Was? Komm jetzt, meine. Nein. Hä?
denn das? Ich bin irritiert. Nein. Auch nicht. Gut, da werde ich mal ganz kurz. Na komm. Mach das. Items, Deutsch. So, mal gucken, wie das war. Müssen wir mal doch im Let's Play mal nachschauen. Sorry, aber wie war denn das? Wir hatten nämlich so eine Ecksteine. Eckstein. Alles muss versteckt sein. Aber wie ging das? Steinplatten. Die Dinger konnte man nämlich auch in die Ecke setzen. Und dann hat er automatisch so eine Eckteil. Siehst du, es geht auch so, sag ich doch. Du Schwanz. Was ist das denn? Eines der Treppenmaterialien hier oben. Äußere Treppe. Innere Treppe. Treppe? Digga, was war... Was kam denn da jetzt alles mit dazu? Treppe. Oh, Stoff. Achso. Das ist wieder, um es ungefähr zurückzubauen. Okay. Ja, aber jetzt mal True Story. Wie ging das? Das gab doch hier so eine Eckdinger. Oder verwechsel ich das gerade mit mein Clone, dass es die nur da gab? Das wäre natürlich richtig scheiße. Und kann ich mir offen gesagt auch nicht wirklich vorstellen. Wir gehen mal in die Englische rein. Leco mio. Nö, auch nicht. Cyan Korall. Lol, was ist das denn bitte? Green Korall, Pink Korall. Alter, kann man Farben herstellen? Wie sieht der fast so aus? Full Vlog, what is this? What is this? Lala, Sword, Hand, ich kann einer, total, meine Mutter. Lalalala, ist auch egal. Gut, das heißt also im Klartext, das geht nicht, wie es aussieht. Ich war mir aber hundertprozentig sicher, dass das ging. Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht geht. Ja gut, muss man gucken. Auf jeden Fall werden wir einen kleinen Workaround benutzen. Sieht nicht ganz so schön aus, aber es geht. So. Das sieht zumindest nur halb schäbig aus. Aber wie gesagt, ich war mir ganz sicher, dass das geht. Also, da bin ich jetzt gerade doch ein bisschen irritiert und enttäuscht zugleich. Das war doch ein dieser Feature, die angepriesen wurden. Das ist. Boah, wir spielen ja jetzt mit der neuen Version hier. 4.17.1 und der Server hat die gleiche Version. Oh, falsch. Sorry. Tut mir leid. Kommt nie wieder vor. Ich gehe da ran. Wir haben natürlich keine Hacke mehr. Ja. Wir brauchen größer Inventar. Danke. Ja, es gibt auch so eine Inventar-Mod. Gibt es sogar auch wieder mehrere. Aber nein, wir nutzen hier ganz normal Vanilla Inventar. So habe ich mir das gedacht, nur halt hier mit richtig ordentlichen Dingen und nicht hier so offen. Das können wir erstmal hier so lassen, weil da können wir nämlich hier gleich den Eingang zum Nachbarraum setzen. Das Ganze soll später mehrere Räume haben. So, und so habe ich mir das hier gedacht, so, da kann man hier raus. So, aber jetzt würde ich gerne nochmal wissen, was waren die anderen Dinger? Okay, gibt es hier auch noch scheinbar noch gar nicht. Gut, na gut, das geht also alles noch nicht. Ah, schaut mal an, da. Haha. Da ist ja einer on. Hätte ich mir die träumen lassen können. Ist ja noch einer on? Nein, ist nur der eine. Dann haben wir den mal ganz kurz. Hallo.
bei Twini 494 EU Peru. Interessant. Hi. Sagte. Nee, sag ich. Gut, dann können wir das Ding wieder hier hinsetzen. Bam, haben wir hier schon eine Tür. Sieht erstmal schnucklig aus. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für die Runde. Ja, ich werde mich dann erstmal, also wir werden uns ja erstmal in der nächsten Folge denn um Höhle kümmern. Weil das geht ja hier so gar nicht. Das geht ja hier, das ist ja. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V.